Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Ich habe schon wieder Post bekommen von VR-Cover, diesmal wieder für die Oculus Quest. Wir haben hier einmal einen sogenannten Headstrap Foam Pad. Das ist für die Halterung hinten, da können wir das bequemer machen. Das werde ich ausprobieren. Dann habe ich einen komplett neuen Einsatz bekommen, wo wir dann das VR-Cover drauf machen können von der Oculus Quest. Die beiden Sachen werde ich mal testen für euch. Ich bin der Voodoo, bei mir gibt es alles zum Thema Virtual und Augmented Reality. Also abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine Sponsoren, Woodgust VR, Opermann Events, Peter Wassmeister, Ronix, Andi de Felser und VR Ambassador. Viel Spaß mit dem Review und los geht's! Voodoo.de. Ja, und hier ist das gute Stück jetzt. Ich habe das schon mal montiert, weil es ist halt durchaus ein bisschen fricklich. Ihr seht hier, das wird alles mit so Straps dran gemacht. Einer, zwei und drei. Hier, da und da. Hier oben ist noch einer. Und dann sieht das halt, es ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Das ist schön aus Leder hier hinten. Und hier habe ich auch diesen Einsatz. Also wir können den mal abmachen, ne? Den kann man hier auch, also das ist wirklich ein Einsatz, also das ganze Ding, sowohl das Plastikteil als auch das hier kommt von VR-Cover und das steckt man dann ganz normal hier rein, wenn man den alten dann entfernt hat. Zack, das war's schon und wir sehen jetzt hier schön das Ledercover und können das dann anziehen. So. So sieht's aus und gut. Hier muss ich dann natürlich auch meine Meinung zu sagen und ich muss leider sagen, ich finde es eher unbequemer als vorher. Das liegt vor allem, hinten geht es vielleicht, sagen wir mal so, wobei ich keinen großen Vorteil sehe. Es ist ein bisschen weicher, aber mich hat es vorher halt auch gar nicht gestört. Aber was mich jetzt hier an diesem Cover immens stört, ist, ich habe einen ziemlich kleinen IPD und zwar 60. Und jetzt merke ich, dass die Linsen an meine Nasen drücken auf beiden Seiten. Wenn ich den IPD-Slider jetzt zur Seite stelle, ab jetzt, wenn der ungefähr in der Mitte ist, geht's. Aber auf dem kleinsten Stand, den ich benutzen muss, da ist es leider sehr unbequem, das spüre ich das halt. Ne? Also ich sage mal, wenn ihr ein IPD von 65 plus habt, ist das in Ordnung. Dann, das sitzt hier auch dann schön auf dem Gesicht drauf. Aber wenn ihr, sagen wir mal, 62 und kleiner habt, dann würde ich das tatsächlich nicht nehmen, weil das halt unbequem auf dem Nasenrücken hier sitzt. Also hier sitzt das dann drauf, ne? Und das ist schade. Also das Faceform, sagen wir mal so, ab 65 mm IPD und größer würde ich es empfehlen. Ist schön bequem hier, geringer nicht. Und hier hinten das Teil, da sehe ich keinen Vorteil. Also ich finde es ein bisschen weicher, aber ich meine, wer es hinten unangenehm findet, das Standard-Strap, der kann es ja mal versuchen, aber ich fand es persönlich sowieso nicht unbequem, deswegen brauche ich das jetzt persönlich nicht. So, und dann habe ich aber kurzfristig noch was bekommen, und zwar einmal für die Oculus Rift ein VR-Cover. Guckt euch das mal an. Und das hat hier so eine Schlaufe und hier an den Enden hat das auch so zwei kleine Schlaufen. Ich habe zwei davon bekommen und ich zeige euch mal, ihr müsst hier dieses Cover abziehen, also quasi so rausnehmen. So, und dann einfach hier drumherum legen und die Schlaufen hier, hier und hier oben einhängen. Und dann sieht das halt so aus. Sieht man das? Ja, die Beleuchtung ist noch nicht ganz fertig von dem Studio leider. Genau. So sieht das aus. Und dann halt ganz normal aufziehen, ne? So. So. Und ja, doch. Ne? Also es ist halt wirklich jetzt Stoff. Für Leute, die schwitzen, ist das natürlich besser, weil der Stoff das halt aufsaugt. Und ich finde es nicht unbequem. Ne? Also man kennt diese Dinger von VR-Cover ja sicherlich. Und es ist auch wirklich hygienisch, ne? Weil du die Dinger kannst du halt waschen. Du kannst im Leben nicht dieses Ding hier in die Waschmaschine schmeißen. Aber dieses VR-Cover, ich meine, das ist ja halt nur dieser Stoff hier. Ne? Und den tust du schön in die Waschmaschine. Und für Leute wie mich, die halt sau viel schwitzen, ist das halt natürlich eine feine Sache, weil der Stoff das halt aufsaugt. Ne? Also kann man einfach nicht meckern. Das ist eine feine Sache hier von VR-Cover. Ne? Schön wäre natürlich, wenn Oculus sowas direkt selber mitliefern würde. Aber ihr kennt das ja. Ja, von daher, so sieht es aus mit dem VR-Cover für die Oculus Rift S. Ja, Leute. Und da haben wir die Sachen. Also
Im Prinzip kann man durch die Bank sagen, alles kostet 19 Dollar plus Versand, natürlich je nachdem, wo das hinkommt. Und ja, wir haben halt das Strap für die Oculus Quest. Dann haben wir das Strap für die Oculus Rift S. Da sind immer zwei drin. Und hier diesen Head Strap Foam, also das, was man hinten dran machen kann, das kostet auch 19 Dollar. Jetzt muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob es das wert ist. Also, um ganz ehrlich zu sein, hinten das Ding, das hat mir irgendwie... Also ich habe da überhaupt keinen Nutzen drin gesehen. Ich fand das vorher auch schon nicht unbequem. Da empfehle ich euch lieber diesen Halo Strap, den habe ich euch auch vorgestellt. Der verteilt das Gewicht mehr, ist allerdings nicht von VR-Cover, sondern quasi selbst gebastelt von einem, der nennt sich GoQuest VR, also eine Firma. Das fand ich persönlich besser als das Ding hier, was hinter den Kopf kommt, aber das müsst ihr ja selber. Es kommt natürlich extrem auf die Kopfform an, ganz klar. Das muss man halt einfach sagen. Und ich habe ja den Alien-Schädel, die mich kennen, wissen, was das bedeutet. Ich muss meine VR-Brillen immer auf das Weiteste stellen, was geht. Warum auch immer. Ich weiß nicht, mein Kopf sieht doch eigentlich ganz normal aus. Aber es ist halt immer so, ne? Ich kann es nun mal nicht ändern. Deswegen kann ich immer nur meine Meinung sagen. Das Ding finde ich allerdings cool. Ne? Also dieses Cover für den Gesichtseinsatz, das ist richtig gut, wenn ihr schwitzt oder was. Ne? Das kann man, da kann man nicht meckern. Und das Lederteil natürlich auch. Ne? Alles 19 Dollar. Könnt ihr alles im Shop gucken. Ich weiß nicht, ob sich die Preise irgendwie sich ändern noch. Die waren sich noch nicht so ganz sicher. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme, ist das halt 19 Dollar alles. Plus Versand natürlich. Und ja, ich hoffe, ich habe euch einen guten Überblick gegeben. Unter dem Video steht natürlich dann auch der Link zu den ganzen Sachen. Und da könnt ihr euch das kaufen. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Ein Like würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de